Bestimmt. Weil Saren sucht ja auch. Ich zieh schon mal. Nicht? Nix da? Keine Gäste? Keine Besucher? Upgrade-Kit. Sag ich doch. Alles nehmen und... Yay, habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Boah, Alter, das ist voll nervig. Was haben wir denn? Haben wir noch irgendwas Minderwertiges, was war? Das sind alles... 6. 6 ist das nicht. Bin ganz schlecht in römischen Zahlen übrigens. Ein V und ein I müsste eine 6 sein. Weil IV nämlich 5 ist. Liegt dann nah, ne? Dann kann ich gleich nochmal doppelte aussortieren. Oder hier wieder bei den Dingern hier wieder ein bisschen was. Ne? Ein bisschen was und so. Verbessertes Visier. Vielleicht sollten wir das auch mal 2. Haben wir noch irgendwas mit verbessertes Visier? Stabilisator wäre ganz geil, ne? Was kann denn das? Ja, das nehme ich, das möchte ich. Ausrüsten. Und trotzdem möchte ich da nochmal rein, weil ich dann nämlich das hier mal endlich entsorgen möchte. Und irgendwie so eine Laufverlängerung möchte ich auch mal entsorgen, weil... Schön und gut, aber 6-mal brauchen wir sie nicht. Gerade wenn wir doch sogar eine bessere haben. So. Was haben wir hier? Wolfram. Was soll denn der arme Wolfram da? Hier. Soll man auch so ein paar entsorgen, ne? Ich will ja nicht immer gleich alles wegdonnern. Was können wir hier? Können wir was verbessern? Verbessertes Visier haben wir hier drin auch. Hä? Vielleicht sollten wir dann auch sowas nehmen. Komm. Ausrüsten. Und einschmelzen. Ist ja nicht einschmelzen. Reduzieren. Entschuldigung, reduzieren. Ich reduziere gerne Leute auf ihre äußerlichen Merkmale. Viel brauchen wir gar nicht. Aber ich weiß wieder, dass ich ganz genau beim nächsten Mal, wenn ich in diesem Leben irgendwann nochmal dazu kommen sollte, Dinge zu überarbeiten, wie meine Ausrüstungsleute, also nicht nur mich, sondern auch die anderen, weiß ich ganz genau, dass ich es wieder vergesse. Wobei hier, guck mal, wir haben ja eigentlich wie viel Sechser haben wir denn? Guck mal, das hier, das ist ausgerüstet. Jetzt sollten wir noch mal was Neues nehmen. Hammer, was kann das denn? Waffenwirkung? Giftschaden? Minus Präzision, das gefällt mir nicht. Organische Ziele haben wir ja kaum. Organische Ziele. Synthetische Ziele. Sind das synthetische Ziele? Ja, ne? Wollen wir hier ausrüsten. Ja, du möchtest da bitte noch mal reingehen. Und sowas hier entfernen. 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 Ja. Ja. Boah, es handelt sich gerade wieder nur um Stunden. Es tut mir leid. Es tut mir echt leid. Es ist spannend. Vielleicht möchte ich euch gegenseitig ein paar ihr euch ein paar Geschichten erzählen. So Lagerfeuergeschichtenmäßig. Hat wer Vorschläge? Gruselgeschichten? So mit Taschenlampe im Gesicht? Ist zwar gerade überhaupt nicht dunkel draußen, aber warum nicht? Das kann ja nicht schaden. Eins mache ich noch und dann müssten wir eigentlich erstmal wieder haben. Rückstoßdämpfer. Dann könnte man nämlich auch mal was aufmachen. 17 Waffenstabilität. Dieses Upgrade verbessert die Erkennung und lässt solche Gegner sichtbar werden. Störtechnologien. Benutze ich ja, also gucke ich sowieso nicht drauf. Hitzeabsorption ist der gleiche.
18%. Was haben wir denn? Hier, dann, ne? Ausrüsten. Nochmal reingehen, bitte. Und weg damit. Super. Lauchverlängerung brauchen wir nicht so oft. Habe ich jetzt schon 1000 Mal weggehauen und bald habe ich gar nichts mehr. Was kann die? 25 Schaden gegen organische Ziele. Puh, Giftschaden. Giftschaden finde ich nicht so geil. Wobei es eigentlich gar nicht so schlecht wäre, ne? Dieser Upgrade versieht alle Projektile mit einer winzigen Dosis radioaktiven Poloniums, das die Ziele vergiftet. Zudem wird die Rene... Ach komm, nehmen wir heute mal. Ausrüsten. Kann ja nicht schaden. Kann ja nur schlimmer werden. So. Zurück. Und hier nochmal. Hier haben wir schon? Nee, haben wir noch nicht. Rückschussdämpfer. 12% Waffenstabilität. Laufverlängerung. Siehst du jetzt hier? Jetzt ärgere ich mich wieder, dass hier wenigstens nur so wenig über ist, ne? Nein. Lassen wir mal so, wie es ist. Chemisch. Giftschaden. Brandmunition. 14. Wie gesagt, ich mag das mit der. Weniger Dings und so nicht. Und so, ne? Ihr wisst genau, was ich sagen will. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Ich speichere lieber nochmal drüber. Spiel speichern. Ja, Spiel löschen. Beenden. Sterben. Hier ist nur eine Tür offen, ne? Da kommen wir her. Was ist das denn hier für ein Hintern? Sieht doch nicht gesund aus. Sowas aber auch. Huch. Ich sehe Gegner. Hab ich da eben schnell mal mit dem... Nein? Ups, Entschuldigung. Ist ja wieder überhitzt. Schlechte Idee. Waffenwechsel. Alter, Junge. Was hab ich denn da für eine Wumme in der Hand? Ich würde gerne... Nein, falsch. Wenn er dich mal hier tot machen und so. Sehr unfähig. Echt, sollte ich auch mal... So. Zack. Ich bin mal bei dieser Erhitzung und warum ist Garo schon wieder tot? Ich finde es zu schön, wenn sie jemanden einfach nur schubst und der deswegen tot umfällt. Oh, Garus. Garus, du stinkst. Immer genug Universal. Medigel. Garus stinkt echt nach toten Füßen. Ob das daran liegt, dass er immer tot ist? Ist hier was? Also hier sind auf jeden Fall keine Gegner mehr. Ich meine so an Grabbelkisten. Fundort, irgendwie, weiß ich nicht. Gucken wir später. Rein da. Es waren ja wieder nicht alle Insassen. Nix. Gut. Hier müssen wir hin. Retter? Gott, hab ich mich gerade erschrocken. Sehen Sie? Ich habe doch gesagt, dass jemand wegen des Signals kommen würde. Mein Name ist Dr. Ross. Ich bin hier die leitende Forscherin von Exogeny. Wir sitzen seit Tagen hier fest und langsam geht uns das Essen und Wasser aus. Sie kommen gerade rechtzeitig. Ross Anthony oder wie? Naja, Sicherheit würde ich... Ja. Ich muss wissen, was hier los ist. Warum wimmelt es hier von torianischen Creepern? Woher wissen Sie über den Torianer? Ach so. Stimmt, das war ja gar kein Hass. Das waren die von den... Stimmt. Das fällt mir jetzt erst auf, übrigens. Mann, hab ich ein lahmes Hören. Ich weiß, was Exogeny vorhat. Ich habe gesehen, was dieser Torianer den Kolonisten angetan hat und ich habe ihn vernichtet. Dann ist unser Geheimnis nun keins mehr. Ich muss nicht lügen, da Sie das Schlimmste bereits wissen. Die Creeper hier wurden mit Hilfe veränderter Proben von den Exemplaren auf Pharos geschaffen. Wir fanden einen Weg, sie in fügsame, gehorsame Diener zu verwandeln. Bis vor einigen Tagen war alles in Ordnung. Dann drehten plötzlich alle Creeper durch. Nur wenige von uns haben es bis in diesen Raum geschafft. Ob das vielleicht daran liegt, weil wir den Torianer getötet haben?
weiß ich nicht. Also geschieht Ihnen schon recht, ne? Aber ich möchte erst noch mal ein bisschen was erzählen. Warum haben Sie keine Nachricht geschickt und um Hilfe gebeten? Wir hatten nichts als dieses Signal vom Notsender. Dies ist eine geschlossene Kommunikationsbasis. Exo-Jenny war besorgt, dass ein am Projekt beteiligter Geheimnisse an einen Konkurrenten verkaufen oder uns den Behörden melden könnte. Wir können nicht direkt mit der Außenwelt kommunizieren. Wir haben nur den Notsender. Er schickt ein allgemeines Notsignal zur Exo-Jenny-Anlage auf Ferros. Sie sollen uns dann innerhalb von 24 Stunden ein Team schicken. Aber offenbar haben sie jetzt ganz andere Probleme. Na, herzlichen Glückwunsch. Ferros ist ja auch Arsch auf Grundeis. Könnten in der Basis noch weitere Leute am Leben sein? Das bezweifle ich. Da draußen sind zu viele Creeper. Sie hätten keine Chance. Wir sind die einzigen, die noch übrig sind. Dann töten wir doch mal alle. Wissen Sie, warum sie sich gegen sie gewandt haben? Vielleicht gab es immer noch eine Verbindung zwischen den Creepern und dem Torianer auf Ferros. Der Torianer war anders als jede Lebensform, die wir je studiert hatten. Ich kann nicht erklären, wie es geschah, aber als er starb, haben es wohl einige der Creeper hier gespürt. War übrigens toll, dass sie gerade, wo sie mit dem Kopf durch, also über die Lampe gegangen ist, dass der Schein von der Lampe trotzdem noch da war. Egal, kannst du noch mehr erzählen? Nö, okay. Ich habe alles Nötige gehört. Hören Sie, ich weiß, dass das, was wir hier getan haben, falsch ist. Ich gebe es zu. Aber es ist jetzt vorbei. Es macht keinen Sinn mehr, es den Behörden zu melden, oder? Natürlich, macht immer Sinn. Sie hatten bei diesem Projekt das Sagen. Die Sicherheit Ihrer Leute war Ihre Verantwortung. Sie haben ihnen vertraut und Sie haben dieses Vertrauen verraten. Seien Sie vernünftig. Ich wollte nicht, dass so etwas passiert. Und wem nützt es, wenn ich jetzt ins Gefängnis komme? Normalerweise würde sich Exo-Jenny um mich kümmern, aber Sie haben offenbar genug damit zu tun, die Sache auf Ferros gerade zu bügeln. Aber ich habe Geld. Ein Notgroschen, den ich angespart habe. Er gehört Ihnen, wenn Sie uns gehen lassen. Finde ich ja eigentlich nicht gut, ne? Weil das ist, also... Nee. Die Opfer hier haben Gerechtigkeit verdient. Ich muss sie festnehmen. Das wird nicht passieren. Feuer eröffnen! Herzlichen Glückwunsch! Ich habe nicht gespeichert. Ich sollte mir die Waffe wechseln. Oh, scheiß, voll daneben. Ist immer einer in Reichweite? Jetzt fangen die schon genauso an wie die Piraten. Kannst du mal aufhören, dich zu ducken, wenn ich auf die schieße? Kannst du mal aufstehen, wenn ich auf die schieße? Bitte? Hallo? Feigepute. Headshot! Boom! Boom! So, noch wer? Daneben! Scheiße! Headshot! Die zweitklassigen Söldner von Exo-Jenny hatten keine Chance gegen die gut ausgebildeten Marines. Der Allianz... Punkt. Nachdem der letzte Wissenschaftler tot ist, gibt es keinen Grund mehr, sich hier aufzuhalten. Hätte ich sie vielleicht nicht töten sollen? Ist mir egal, aber ich finde... Die Toten, die hier unschuldig gestorben sind, haben wirklich Gerechtigkeit verdient. Ich speichere mal eben. Weil... Mal ehrlich. Wenn sie schon Fehler macht, dann muss sie auch dafür gerade stehen. Sie wusste genau, worauf sie sich einlässt. Miedige! Alles nehmen. Können wir wieder schön alles sammeln. Und abgrabbeln. So, noch was? Yep. Super. Kann auf der anderen Seite noch ein paar Creeper töten? Das hört sich komisch an, hier Creeper zu sagen. Nö, hier ist alles gut. Hier kann ich nur wieder abgrabbeln. Abgrabbeln ist gut. Wenn ich es hinkriege. Haha, das war knapp. Aber geschafft ist geschafft. Und Geschäft ist Geschäft. Hihi, geschafft. Noch was? Noch was? Noch was? Noch massig was? Da passt sie nicht durch, ne? Guck mal, da passt sie nicht hier, oder? Ne, das will sie nicht. Hier liegt ein Toter. Hier ist noch was zum Abgrabbeln. Auch geschafft. Super.
Passt, passt. Was machst du denn da? Alles gut mit dir? Warte, wo ging es hier raus? Ach so. Ich stand schon daneben. Also manchmal ist es auch nicht so gut mit dem Hirn. Manchmal... Ich weiß nicht, manchmal klappt das nicht so. Es bewegt deinen schnuckeligen Hintern, Schatzi. Gab es hier noch irgendwas Nettes? Sieht nicht so aus. Nur jede Menge Deckung. So schwer war doch der Kampf gar nicht. Aber okay, wenn man jetzt hier natürlich vielleicht eher hingekommen wäre, ich weiß nicht. Weiß ja nicht, wie sich das so storytechnisch verhält. Gerade wenn wir jetzt auf Pharos noch nicht gewesen wären. Ob man dann hier überhaupt herkommt. Oder ob man dann nicht sagt, gehen wir erst nach Pharos. Oder wie sich das dann halt, wie gesagt, storytechnisch verhält, weil wir ja... Ich vermute ja, dass der Turianer... Also, dass die durchgedreht sind, als der Turianer bestimmt umgebracht wurde von uns. Und wenn der halt noch nicht umgebracht worden wäre, das sind jetzt alles Vermutungen, weil ich weiß es nicht. Wenn der nicht umgebracht worden wäre, wäre ja theoretisch, nach meiner Theorie, hier nichts passiert. Okay, dann wäre ja auch noch kein Notensignal gewesen und uns hätte keiner gesagt wahrscheinlich, dass wir hier landen sollen. Vielleicht wäre das der dicke Twist bei der Sache gewesen. So, und jetzt hier runter? Ist es denn möglich, dass wir es hinkriegen, ohne großartig... Ist hier was? Huch! Macht das Auto denn jetzt? Fahre ich rückwärts? Nur egal. Geradezu, ich sehe schon. Da oben sind auch irgendwelche Sachen. Was sind denn das? Das sind Tiere, ne? Oder das Gegner? Also hier unten ist erstmal... Ups. Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Abgestürzte Sonne. Ey, da leckt mich doch an der Socken. Ich kotze gleich ins Essen. Breche sonst was auseinander. Was sind denn das hier für Viecher? Kann ich die... Können die... Tun die? Sind die gemein? Ich will die mal angucken. Das hier läuft auf jeden Fall schon mal in der Luft rum. Sprechen? Aha. Kann ich nicht. Was seid ihr denn? Garus, jetzt wirst du wieder unanständig, ne? Ich glaub's nicht. Ein bisschen süß sind sie ja. Kann ich mit einem von denen reden? Und was bringt das, wenn man es könnte? Ich probiere jetzt alle durch. Vielleicht funktioniert ja einer davon. Nein. Und der letzte. Auch nicht. Also praktisch. Vier Beine und zwei Arme. Würde ich mir auch gefallen lassen. Passen die Hosen zwar immer nicht so gut, aber... Kauft man halt zwei Paar und jetzt aneinander. Wird schon irgendwie. So, dann können wir jetzt zur Normandie zurück. War es ja wieder mal... ein kurzes Missionchen heute, ne? Ich würde sagen, dann mache ich hier auch wieder einen Schnitt. Den ich euch ja nicht immer vor die Nase halten will. Deswegen mache ich es heute ganz schnell. Und wir sehen uns beim nächsten Mal für die nächste Mission wieder. Bis dann!